Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Shein Haul. Ich habe mal wieder bestellt, wie ihr seht, und da es so gut ankommt, wollte ich euch da wieder einen Haul abdrehen. Ich wünsche euch viel Spaß und ich würde sagen, wir legen direkt los. Ja, ich habe die Sachen bestellt, da wusste ich noch nicht, dass ich schwanger bin und so lange liegen die hier auch schon und warten auf diesen Haul. Ja, dementsprechend ist das erste Teil auch ein Teil, was ich nicht mehr nutzen kann. Ich habe nämlich eine richtig schöne Jeans bestellt. Die Jeans habe ich allerdings alle schon aussortiert, denn ja, der Babybauch beim zweiten Baby wächst eindeutig schneller und es tut einfach weh. Also ja gut, einige gehen nicht mehr zu, aber ein paar würden noch zugehen, aber es tut einfach weh. Und wenn es drückt und man fühlt sich unwohl, ist es ja auch nicht besonders schön und dementsprechend, ja, habe ich die jetzt auch nicht anprobiert, sondern sie wird direkt so einmal, ja, zu meinen anderen Jeans wandern. Ich zeige es euch trotzdem, die ist nämlich echt schön. Und zwar ist die komplett schwarz, ist so ein bisschen High-Waist geschnitten, was sie jetzt auch absolut gar nicht geht. Und hat hier so, ja, ganz offensichtlich ganz viele Knöpfe. Das finde ich auch richtig schön. Ein paar Löcher und ein paar Waschungen. Also, ja, so eine mega coole Jeans. Und zwar in schwarz mal, weil, ja, sonst kaufe ich eigentlich immer nur blaue Jeans. Und ich habe nur zwei schwarze, glaube ich. So richtige Jeanshosen. Und deswegen habe ich mich hier mal wieder für eine schwarze entschieden. Ich verlinke sie euch trotzdem in der Infobox, weil ich sie, wie gesagt, wirklich sehr schön finde. Und es ja bestimmt nicht alle schwanger sind hier, die gerade zuschauen. Und dementsprechend könnt ihr denn da trotzdem mal vorbeischauen. Wie gesagt, für mich ist leider nichts mehr. Aber der Babybauch wird ja auch irgendwann wieder weg sein. Was ich aber sehr gut tragen kann, und da bin ich auch echt ganz froh, dass ich das mitbestellt habe, sind unter anderem dieses Kleid hier. Und zwar ist es in einem richtig schönen Bordeaux-Rot und es fällt so schön. Es hat hier auch am Rand so, also an dem Ärmeln, so Ballonärmel und unten fällt es auch sehr, sehr locker und schwunghaft, wie ihr seht. Und es ist in so einem richtig schönen Waffelstoff und dann eben, wie gesagt, in Bordeaux-Rot und wirklich sehr, sehr schön und das kann man super mit Babybauch tragen. Und da wir über den Sommer gehen, ist es perfekt. Es ist nämlich auch ein sehr dünner Stoff, der, denke ich, auch gut warm halten würde, aber eben auch sehr luftig ist. Genau. Aber ja, ein perfektes Frühlings-Sommerkleidchen. Das zweite Kleidchen finde ich auch mega schön. Da ist noch hier so ein Gürtel dabei, aber ich zeige euch das Kleid erstmal an sich. Und zwar sieht das so aus. Auch mega schön in so einem richtig schönen Zopfmuster in cremefarben. Auch das hat wieder Ballonärmel. Und ja, fällt auch mega schön und ist auch perfekt mit Babybauch tragbar. Und das ist jetzt ein bisschen schwerer und ist ein bisschen dickerer Stoff. Aber ich finde dennoch, das wird jetzt für den Sommeranfang perfekt sein. Ich denke mal nicht für den Hochsommer, aber ja, für den Anfang Sommer, Frühling auf jeden Fall perfekt. Mit einer Strumpfhose kann man das auch noch sehr, sehr schön jetzt im Frühling tragen. Und dann habe ich mich mal wieder entschieden für zwei Bodies. Ihr kennt mich ja. Und auch die kann man total schön in der Schwangerschaft tragen, weil ich mag es, wenn mein Babybauch immer schön geschützt ist sozusagen. Und da sind Bodies perfekt, weil sie natürlich von oben bis unten alles schützen. Und da habe ich mich hier für einen Schwarz entschieden. Das ist das gleiche Modell wie beim letzten Mal der Rosane. Und den Braun habe ich auch schon davon. Jetzt habe ich sie bald alle. Genau, diesmal in Schwarz. Ein richtig schöner Body wieder in diesem Rippmuster. Richtig schön. Und ja, die gefallen mir wirklich total gut. Ich bin absoluter Fan von diesen Bodies, weil die auch einfach unten im Schritt, das ist bei den meisten Bodies nämlich so, richtig ätzende Knöpfe haben. Und bei denen ist es so, dass sie so kleine Plastikknöpfe haben, aber die drücken nicht. Und das ist nicht unangenehm, wenn man sitzt oder ähnliches. Da habe ich nämlich einen Body, der hat Metallknöpfe und ach, das ist so unangenehm. Das kratzt, das drückt, das ist echt total ätzend. Und bei denen hier ist es nicht so. Die sind noch hier mit so einer doppelten Stoffschicht noch vernäht. Also da, genau, drückt nichts und die sind wirklich sehr angenehm zu tragen, diese Bodies. Und die sind auch so schön stretchy. Also die, da passt auf jeden Fall auch ein schön dicker Babybauch rein.
So, und dann habe ich mich noch für diesen Body hier entschieden, auch ein Langarm. Und zwar sieht der so aus. Der ist jetzt mit einem nicht so großen Ausschnitt, aber auch wieder in gerippt. Ich glaube, ihr merkt, ich liebe dieses Gerippte, ne? Ich bin der absolute Fan, sowohl bei meiner Tochter als auch bei mir. Ich liebe das einfach. Genau, der ist in einem Grau meliert und der hat auch wieder die gleichen Plastikknöpfe wie der andere eben. So sieht das aus. Ja, richtig toll. Ich liebe Bodys, ihr wisst es. Und da passt auch sehr, sehr gut ein schöner Babybauch rein. Ja, und das war's auch schon. Es war nicht so viel. Ich habe mir noch zwei Cardigans mitbestellt. Die waren allerdings so oversized geschnitten, obwohl ich sie in Größe S mitgenommen habe, dass sie meine Mutter mit einer Größe L tragen kann. Und dementsprechend habe ich sie meiner Mutter vermacht, weil bei mir saßen die einfach überhaupt nicht. Und genau, deswegen zeige ich sie jetzt auch nicht hier extra. Aber ich wollte es kurz erwähnen, dass es eben noch zwei Teile dabei waren, die mir aber, wie gesagt, nicht so gut gepasst haben. Ja, sonst bin ich rundum zufrieden. Mein Warenkorb bei Shein ist schon wieder voll. Diesmal mit Umstandsmode, denn die haben auch Umstandsmode. Und ich bin so begeistert von den Preisen und der Qualität, dass, ja, ich liebe es. Und ich bin so froh, dass ich dort angefangen habe zu shoppen. So, aber ich denke, der Umstandsmode-Haul folgt dann, wenn die Sachen da sind. Bestellt habe ich noch nicht. Da wollte ich einfach noch ein bisschen warten. Und dann, ja. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Haul gefallen. Und wenn ja, dann gebt dem Video einen Daumen hoch. Schreibt gerne was in die Kommentare. Und dann, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!